Südlich der Autobahn A4 gibt es eine Menge historische Orgeln, die seit Jahrzehnten nicht mehr repariert oder gewartet wurden. Und wenn ich mir die verschwindend geringe Anzahl an Werkstätten anschaue, dann wird sich an diesem Zustand auch so schnell nichts ändern. Ich habe mir die Orgel der Trinitatiskirche in Bechstedt-Vagt ausgewählt. Dieses Dorf liegt recht nahe bei Erfurt zwischen den Wandergebieten Steiger und Riechheimer Berg, gehört aber noch zum Pfarrbereich Büschleben. Für eine Autobahnkirche wäre es vermutlich ungünstig zu erreichen, aber dennoch wurde gerade das Dach neu gedeckt sowie die Decke restauriert. Die Dorfgemeinschaft ist engagiert und Parkplätze sind vorhanden. Also optimale Bedingungen für eine sinnstiftende Orgelreparatur, wenn auch viele der Meinung sein mögen, dass momentan kein Bedarf bestehe. Aber werden hier nicht Ursache und Wirkung verwechselt? Wer geht schon gerne in eine dunkle, verlassene Kirche? Durch die Abschaffung der Ständegesellschaft ist es heutzutage sogar möglich oder denkbar, dass man den Emporenaufgang zu einem Balkon ausbaut. Dies würde die Kirche insgesamt aufwerten sowie heller, freundlicher und interessanter machen. Doch genug geplaudert. Die Orgel wurde 1839 erbaut, ist also eine der ältesten Orgeln im Bereich Erfurt, wobei der Verlust des Schlüssels sowie des Namens vom Erbauer eigentlich eher von Vorteil sind, da somit keiner in die Denkmalerhaltung hineinreden kann, was erfahrungsgemäß nur zu völlig sinnlosen Machtspielchen geführt hat, welche mit der eigentlichen Orgelsanierung überhaupt nichts mehr zu tun haben und hatten. Auch wenn der Zustand auf den ersten Blick sehr schlecht ist, so erkennt man die Möglichkeit einer erfolgreichen Reparatur doch erst bei einer detaillierten Analyse. Auch der Ausbau des zweiten Manuals, also Oberwerkes, ist eher von Vorteil. Wegen der Dacharbeiten wurde dieses also nicht nur entfernt, sondern auch einige Pfeifen des Hauptwerkes beschädigt. Dennoch wurde die Windkanalabzweigung zugeklebt, was zumindest guten Willen zeigt. Wie geht man bei so einer an sich stark beschädigten Orgel vor? Zunächst würde ich den Motor überprüfen, welcher mit Styropor gedämmt wurde, was auf ein Lautstärkeproblem hinweist. Danach schaue ich, ob man die Belederung des Schwimmerbalges erneuern kann. Eine Windversorgung ist natürlich die Voraussetzung für die Funktionstüchtigkeit. Allerdings ist ein schwimmender Balg leichter zu reparieren oder zu flicken als ein Faltenbalg. Dies stimmt mich optimistisch. Erst dann würde ich die Traktur und Mechanik des Hauptwerkes überprüfen, wobei diese derart versteckt verbaut ist, dass ich vermute, dass sie größtenteils unbeschädigt ist. Allerdings sind die Ventile nicht zugänglich, sodass ein kompletter Ausbau eventuell notwendig sein könnte. Und damit wäre das gesamte Projekt verunmöglicht. Erst zum Schluss würde ich schauen, ob es noch vollständige Register gibt oder ob man einige Pfeifen ausbeulen kann. Eine genauere Analyse bestätigt meine Vermutung, dass das Oberwerk komplett ausgebaut und entfernt wurde. Die Manualkoppel für dasselbe befindet sich auf der linken Seite und von innen erkennt man bereits die ausgebauten mechanischen Teile dieser Koppel, also die Winkel sowie die Abstrakte zur Betätigung derselben. Vermutlich wurde das dahinterliegende Hauptwerk noch nicht so sehr beschädigt. Die Innenansicht zeigt die Balken für die Lagerung des ehemaligen Oberwerkes, also des Ventilkastens, sowie die Beschädigungen der Pfeifen. Bei genauerem Hinschauen erkennt man den verbauten Ventilkasten sowie die Trittbretter und Kanäle für das Haupt- und Oberwerk direkt davor. Diese müssten also bestenfalls ausgebaut werden, um eine Zugänglichkeit und Einstellung der Ventile überhaupt erst zu ermöglichen. Dadurch ergibt sich quasi ein zwingend notwendiger Ausbau des zweiten Manuals, also Oberwerkes. Der belederte Kanal müsste allerdings erneuert mit einem passenden Brett abgedichtet werden. Von der anderen Seite erkennt man erneut die beiden Pfeifenwerke 1 und 2 sowie die teils starken Beschädigungen der Pfeifen. Links sind die Bassregister zu sehen, vermutlich der Violonbass sowie einige Pfeifen vom sogenannten Flötenbass Vierfuß. Allein die Bassregister sind bemerkenswert: Subbass, Oktave und Flötenbass. Also schon einmal die gesamte Bandbreite und dann auch noch der Violonbass.